Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zum weihnachtlichen aller Adventmärkte in Schiltern begrüßen. Das erste Mal, dass wir wirklich auch Schneefall bei der Eröffnung haben. Ich darf ganz besonders begrüßen den Weihnachtsmann, der unseren Herrn Bürgermeister Renner gerade entführt hat. Des Weiteren freut mich, dass der Reinhard Kittenberger unter uns ist, der Promoter unseres Therapiegartens. Ja, das waren schon meine Worte im Prinzip. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich bei den Ausstellern, bei den Sponsoren der Veranstaltung und darf jetzt an Herrn Rautner übergeben, der die Eröffnung moderiert. Ja, danke recht herzlich. Ich begrüße Sie ebenfalls alle. Wie der Herr Degel schon gesagt hat, rechtzeitig ist der Winter eingebrochen. Ein bisschen stürmisch jetzt im Hof. Ich darf Sie jetzt durch ein kurzes Programm führen. Zwei Bewohnerinnen unserer Einrichtung haben etwas vorbereitet. Und ich bitte jetzt die Frau Beate Jakovic um ihre Worte. Weihnachten, die stille Zeit ist wieder da. Das Weihnachtsfest ist nah. Ich sammle mich und schaue nach vorn und zurück und denke bei mir, noch ist nicht verloren das Glück. Gott kam als Kind zur Welt, das ist wahr. Die Engel sangen Alleluja. Wie war das vergangene Jahr? Arbeitsreich, ruhig und positiv. Das ist klar. Wir sind alle ein bisschen älter geworden und weiser. Das Laute muss werden leiser. Geht nur fein sacht, auf dass ihr dem Kindlein kein Unruh nicht macht. Da war heuer der Urlaub im Burgenland. Ich war nicht dabei, das ist keine Schand. Denn auch hier zu Hause war es schön, das werdet ihr doch verstehen. Wir hatten auch mal Therapie in Kremstein, das war fein. Einmal fuhren wir nach Mariazell, die Betreuer fuhren ziemlich schnell. Und ein Ausflug nach St. Pölten, so ein Abenteuer hatte ich selten. Was wünschen wir euch und uns für das neue Jahr? Weniger Leid auf der Welt und mehr Freude und Frieden im Kleinen und im Großen, das ist wahr. Nun wünsche ich der Leitung von Schiltern, den Betreuern, dem Herrn Rautner, dem Herrn Rössner, der Annemarie Frank und allen Angehörigen recht frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei der Frau Beate Jakovic für die netten Worte. An dieser Stelle möchte ich mich auch recht herzlich bei allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, dass sie das ganze Jahr so kräftig am Werken sind und nur mit ihnen letztendlich funktioniert auch unsere Arbeit am Klienten, an den Bewohnern, an den Bewohnerinnen. Besonders bedanken möchte ich mich beim Herrn Ingenieur Degel für die jahrelange Zusammenarbeit. Vor allem, wo es auch immer wieder der Weihnachtsmarkt mit uns macht. Wir haben viel zu tun und es klappt doch immer wieder. Ich möchte jetzt den Reinhard Kittenberger bitten, ganz kurz ein paar Worte zu sagen. Wir haben voriges Jahr den Therapiegarten begonnen und heuer einen Teil davon bereits fertiggestellt. Und ich möchte Reinhard dich jetzt bitten, ein bisschen was zum Therapiegarten zu sagen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, normal müsste ich jetzt ja leise rieselte Schnee singen, das wäre eigentlich anpassender. Aber zum Thema Therapiegarten, wir bauen jetzt im nächsten Jahr werden es 25 Jahre Gärten und unsere Kunden haben uns hier immer wieder bestätigt, als sie uns gesagt haben, wenn es mir nicht gut geht, dann gehe ich in meinen Garten, setze mich hin, beobachte die Natur, die Blüten, rieche davon, genieße es und mir geht es wieder sehr, sehr gut. Und das hat mir voriges Jahr den Anstoß gegeben, gemeinsam mit diesen beiden Herren, den Herrn Rautner und den Herrn Degel, zu sagen, wenn es hier in Schiltern Menschen gibt, denen es oft nicht so gut geht, so wie so manchen oft gesund denkenden Menschen, dann sollten wir doch hier in diesem Schiltern, in diesem Schlosspark
für diese Menschen einen Therapiegarten machen. Und wir haben voriges Jahr bei der Gartenaktion oder bei der Aktion Licht ins Dunkel angefragt und begonnen mit dieser Aktion, um Spenden zu bitten. Spenden für die Materialkosten für diesen Therapiegarten. Und siehe da, unsere Kunden, unsere Besucher haben voriges Jahr in 6 Wochen knapp 3.000 Euro gespendet. Wir konnten das heuer verdoppeln mit Arbeitsleistung und so ist schon ein Teil dieses Therapiegartens heuer hier entstanden. Und wir bitten jetzt und das heurige Weihnachten wieder um Ihre Spenden, sowohl hier im Schloss als auch bei uns in den Erlebnisgärten, wo wir versuchen werden, diesen Betrag noch einmal zu verdoppeln, auch das Mikrofon macht nicht mehr, zu verdoppeln, damit wir nächstes Jahr diesen Therapiegarten für Menschen, denen es nicht so gut geht, fertigstellen zu können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen, denen es gut geht und allen, denen es nicht so gut geht, für das Jahr 2004 ein schönes Weihnachtsfest, ein gutes Jahr 2005 und jetzt hier uns allen einen schönen Adventmarkt in Schiltern. Dankeschön. Reinhard, danke dir und nochmal herzlichen Dank für die jahrelange Zusammenarbeit. Jetzt die Frau Helga Geiblinger, ebenfalls eine Bewohnerin unseres Hauses, hat sich etwas zusammengeschrieben und wird es jetzt vortragen. Eine fröhliche Weihnacht, so schallt das Land auf. Und alle Menschen freuen sich darauf. Wir wünschen all das Beste zu diesem Feste. Es werden auch angeboten Maroni, Punsch und Glühwein beim Schein der Kerzen. Und dies kommt vom ganzen Herzen. Durch die Räume schwebt Weihnachtsduft. Und dieser sorgt für angenehme Luft. Mit Gedichten, Texten, Lieder geht es weiter und die Stimmung ist heiter. Es stellt sich ganz gut ein, denn es gibt Produkte für groß und klein. Für die Kinder ist gedacht, denn Theater wird gemacht. Es wird auch gesorgt für das leibliche Wohl. Kuchen, Kaffee, Würstel und ohne Alkohol. Ein gesegnetes Fest und frohe Weihnachten wünschen alle, die den Jesuskind schmachten. Danke. Danke für die Worte. Ich bitte jetzt den Herrn Bürgermeister um ein Wort an uns, an die Festgäste und bitte Sie auch, die Weihnachtsausstellung zu eröffnen. Sehr geehrter Herr Pfarrer, Herr Ehrenbürgermeister, Herr Vizebürgermeister, sehr geehrter Herr Ingenieur Tegel, Herr Rautner und natürlich auch der Herr Weihnachtsmann, liebe Ehrengäste und Festgäste, liebe Aussteller, hochgeschätzte Besucher, ich freue mich, dass in Schiltern wiederum ein Weihnachtsmarkt eröffnet wird. Gehen Sie mit uns eine Runde, besuchen wir die Standeln. Auch die Standler haben sich einen Applaus verdient, denn ich muss sagen, ein Weihnachtsmann ohne Standeln, das wäre ja kein Weihnachtsmarkt, das wäre eigentlich sozusagen ein schöner Park ohne Betätigung. In diesem Fall noch einmal herzlichen Dank, dass Sie es ja auch zur Verfügung gestellt haben. Schlussendlich will ich damit den Weihnachtsmarkt 2004 für eröffnet erklären, wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest und ein anschließendes Jahr, ein gutes Jahr 2005.